Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Maschinki. Ja, und ihr seht es schon, oder ihr habt es wahrscheinlich schon in der letzten Folge gesehen. Wir stehen und stehen und stehen und können doch nicht weitergehen. Was ist denn da bloß los? Ja, hier wird der Block nicht aufgelöst, wenn der Zug hier drin steht. Das heißt, wir müssen hier noch ein Signal setzen, damit eben selbiges gemacht wird und der Zug auch hier ausfahren kann. Mit seinen vielen Fahrgästen. Ja, und der wird also in diesen Bahnhof reinfahren. Also, der Sinn der Sache ist das so ja nicht, ne? Das räume ich ja auch ein. So, dann würde ich sagen, wir schließen noch einen weiteren Ort an. Vorher gucken wir mal, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Nämlich hier hatten wir ja, glaube ich, unsere Stahl... Ne, das war die Werkzeugproduktion. Hier hatten wir unsere Stahlproduktion. So, der ist... Das scheint genau zu passen, so mehr oder weniger. 53 von 70. Und hier... Ja, hier ist die Eisenverarbeitung, die ist nicht schnell genug. Das heißt, die müssten wir jetzt ausbauen, aber... Die haben wir schon ausgebaut. Und auch dieser Zug hier ist nicht schnell genug, der müsste also noch mehr mitnehmen eigentlich. Ja, da ist guter Rat teuer, was können wir denn da machen? Wir können uns jetzt mal versuchen, eine zweite Gießerei anzuschließen. Aber wir haben in der Nähe keine. Da oben ist eine. Da können wir höchstens sagen, die Erzzüge fahren doppelt. Mit den Fahrgästen geht auch langsam voran. Sehr gut. Ja, also ich überlege... Zumindest, also, haben wir deutlich mehr Kohle jetzt. Das ist einfach diese Fabrik kann ich nicht schnell genug produzieren. Das heißt, ich würde das fast so lassen. Dann haben wir zwar ein bisschen Verlust da, aber wir können da eventuell bei den Zügen demnächst sparen. Und nur noch einen Zug fahren lassen. Also einen Zug Eisen, einen Zug Kohle, wenn wir erstmal die Ressourcen haben. So, der wird auch nicht ganz voll. Da haben wir das gleiche in grün, ne? Werkzeugfabrik, gucken wir mal eben. Es stehen hier so viele Leute am Bahnhof. Ich meine, wir könnten die einfach abholen. Oder hier auf diesen Bahnhof bringen. Können wir denn hier noch ein Bahngleis hinmachen? Ja, das geht sogar. Das habt ihr auch, glaube ich, in den Kommentaren vorgeschlagen. Das wollen wir mal gucken, ob wir das hier... So, wenn wir das jetzt hier verbinden wollen. Das ginge schon. Das Ding ist, ja, hier stehen so viele Leute. Aber wenn ich das mit dem Einzugsbereich vom Bahnhof richtig verstanden habe, dann bringt das eh nichts. Halt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden, man weiß es nicht. So. Und dann ist die Frage, ob wir aus... Was ist denn hier wieder? Warum kann der da reinfahren? Das ist aber blöd. Warte mal, wie kann ich den jetzt hier wenden? So. Wenden. Warum nutzt der auch nicht diese zweite Strecke hier? Wir müssten eine dediziert nach rechts und eine links machen. Zum Beispiel, indem wir dieses Signal hier umbauen. Dieses Signal. Und dieses Signal. So, damit kann er jetzt hier nur in die Richtung fahren. Da kann er nur in die Richtung fahren, muss aber warten.
bis der Zug raus ist. Sounds reasonable. Gut, der fährt nur zwischen denen hin und her. Das passt. Haben wir denn noch ein Depot, was wir hier dran anschließen können? Ja, das hier. Können aus dem Depot können wir die Züge holen. Nicht schön, aber selten. So, und dann können wir eigentlich... Was ist denn hier los? Menü. So, dann können wir eigentlich jetzt mal einen Personenzug bestellen, der diese Strecke fährt. Und diesmal lege ich auch wieder die Strecke fest, sonst kriegen wir hier Malaria irgendwann. So, die Bretterversorgung. Naja, jetzt haben wir nur noch 48 Bretter. Und die zweite Klasse Cars kosten jeweils 14 Bretter. Und die hier 18 für 22. Geld haben wir genug. 2, 3... Was haben wir mit 4 versuchen? So, Strecke bitte von hier nach Confluentes und Start. So, Zug wartet lange an ein Signal. Da muss ich jetzt aufpassen, ich darf hier kein Signal hinstellen, ne? Weil sonst der Zug hier reinfährt. Der muss also jetzt wirklich warten, bis hier der raus ist. Dass wir die Zeit ein bisschen schneller vorlaufen. So, da ist er. Da würde ich sagen, fahren wir mal mit auf der Jungfernfahrt. Hat Jungfer gesagt, ja. Dann geht's hier schön durch den Wald. Dann hier um die Eck Rüm. So, und dann können jetzt hier von diesen 5 Milliarden Fahrgästen welche einsteigen. Ja, der Zug ist voll. Kostet 3 Kohlen. Auch die müssen wir erst verdienen, damit wir überhaupt hier fahren können. Jetzt geht es hier diese wunderschöne Landschaft. Ja, wunderbar. Läuft doch. Sind natürlich wahrscheinlich so viele Leute hier gar nicht am Bahnhof. Aber hier sehen wir, das beantwortet auch die Frage nach der Post. Findet sich an diesem Bahnhof Post. Und in diesem Bahnhof ist auch Post. Also die Reichweite scheint zu reichen. Das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich noch Postzüge einsetzen. Beziehungsweise an die bestehenden Züge Postwagen dranhängen. Wie soll ich das denn jetzt machen? Wow, so viele Passagiere. Wir bekommen 100 Holz und 100 Kohle. Ich glaube, da müssen wir den Zug sowieso mal ins Depot schicken. Ich frage, ob ich überhaupt einen finden kann. Ich kann wahrscheinlich eh keinen finden. Dann könnten wir vielleicht... Also ich würde ja gerne Folgendes probieren. Was wir noch nicht gemacht haben, ist nämlich eine Doppelgleisbelegung. Das heißt, wir nehmen dieses Gleis hier. Und legen das hier an. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir müssen dann erreichen, dass der nur in den Bahnhof fährt, wenn da kein Zug drin steht.
Also so, ne? Genau, und jetzt können wir hier einen Zug kaufen. Der dann auch noch diese beiden Bahnhöfe miteinander verbindet. Alter, wie viele Leute stehen an den Bahnhöfen? Was ist denn da los? Soll das hier wirklich heißen, hier stehen 500 Leute? Holz. So, jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir 2. Und wie viele Briefe? 7. So. Einfach mal testen. Ja, 2 Passagiere, 2 Post. Dann soll der von hier nach hier und los. Und da kommt er auch schon. Und da ist wieder irgendwas falsch. Hier muss noch ein Signal dazwischen. Und da sollte er eigentlich das Gleis doppelt nutzen können. So, jetzt nimmt der Post mit und Passagiere. Er würde noch einen Wagen dran passen, ehrlich gesagt. So, und hier ist keine Post, aber dass wir die hier erreichen können, das finde ich schon massiv. Gut, und hier sehen wir, naja, wir haben jetzt halt eine tolle Auslastung. Wir haben also hier mit dem Zug, der ist ausgelastet. Aber wir haben jetzt 3 Züge, die nach Koblenz fahren. Und das Ding ist, so viele Leute werden hier gar nicht produziert. Das klang jetzt ein bisschen falsch. Deswegen würde ich vorschlagen, wir bauen einfach mal weitere Gebäude hier dran. Was war denn das? Depot? Nee, wie war denn das jetzt? Ich bin doch falsch hier. Hier geht das. So, Verbesserung. Empfangsgebäude. So und so. Wir das so drehen. Kriegen wir noch mehr mit. So, dann ein Imbiss. Güterbahnhof. So. Dadurch kriegen wir übrigens den Güterbahnhof Kapazität mehr am Bahnsteig in Post und Personen. Das heißt, wir können jetzt bis zu 400 Briefe lagern. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und die Reichweite geht leicht nach da hinten rüber. Also dieser Bahnhof ist immer ausgelastet. Der hier nicht. Bei dem hier können wir auch nochmal nachlegen eigentlich. So, gucken wir mal. So, später. So, dann das Ende der Early Access Version. Das Spiel geht weiter, aber es gibt keine neuen Inhalte oder historischen Zeitalter mehr. Es wird insgesamt aber 7 Zeitalter, 16 verschiedene Transportgüter und so weiter geben. Das nur noch mal zur Info. So, gute Beziehung. Werkzeugfabrik Kaiserslautern. Kirchturm, Uhr, reine Politik. Essen mit Paderborn. Ja, das wäre jetzt noch mal eine Aufgabe, die wir angehen könnten. So, das können wir wegmachen. Essen mit Paderborn. Okay, dann machen wir jetzt noch die Aufgaben, würde ich sagen. Ja, und da werden natürlich immer weitere Inhalte dazukommen. Da bin ich ziemlich sicher. Wieso sehe ich jetzt die Stadtnamen nicht mehr? Hamburg. Können wir das nicht sehen? Essen. Paderborn. Die Essen mit Paderborn verbinden. Post und Personen, aha. Weißt du was? Das machen wir in der nächsten Folge.
Eine Folge Maschinenke gibt es dann also noch. Ja, und danach würde ich sagen, macht das erst Sinn, wenn es wieder mehr zu sehen gibt? Oder wie seht ihr das, sollen wir die ganze Map mal bebauen? Das schreibt mal bitte in die Kommentare. So. Ich gucke gerade hier so ein bisschen rum. Also wie wenig wir bis jetzt erst bebaut haben. Aber das ist ja alles Overkill, ne? Ja, und durch dieses, dass wir den Bahnhof ausgebaut haben, kommen jetzt natürlich auch deutlich schneller Leute und mehr Leute. Ich darf mich aber verabschieden mit Bahnimpressionen von einem der Hauptknotenpunkte, die wir haben. Und danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!